Oh, es ist so schön hier. Vielen Dank für den freundlichen Applaus. Ich freue mich, hier zu sein. Oh, Dankeschön. Es ist... Ich glaube, ich ziehe hier ein, ganz ehrlich. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin ein bisschen auch traurig, dass Cindy heiratet, weil, also nicht, weil ich sie gerne gehabt hätte, das jetzt, aber nein, es ist, ich bin ja homosexuell, also das ist schwierig. Aber das Ding ist, ich bin jetzt in dem Alter, ich bin ja 40 geworden letztes Jahr und das klang sehr ehrlich, dieses Ohr gerade, aber egal. Gut, aber bei mir heiraten auch gerade alle um mich herum und ich weiß auch nicht, ich bin mit so Hochzeiten, ich bin auf so viele Hochzeiten eingeladen gewesen, die ganzen Rituale, ich verstehe die alle nicht. Jetzt auch gerade meine beste Freundin Ute war jetzt die Letzte, die morgens um 6 Uhr klingelt, die bei mir an der Haustür, ich mache die Tür auf und vor mir steht eine Frau mit einem Lächeln ins Gesicht, als ob man der ins Knie geschossen hätte, ja. Ich mache die Tür auf und die so, hallo, ich muss dir was erzählen. Der Peter und ich, wir werden es tun. Und ich dachte, aber bitte nicht in meiner Wohnung. Und dann sagt sie, nein, wir werden heiraten, freust du dich? Ich so, ja, muss ich damit hin? Dann sagt sie, ja, du darfst aber deinen besten Freund mitnehmen. Und das habe ich gemacht, ich habe dann Jack Daniels mitgenommen. Ja, ja, ganz, ja, das geht nicht, ja, ganz ehrlich. Ohne Alkohol, das geht nicht. Ja. Ja, ja, ja. Und ich weiß auch nicht, vielleicht mag ich Hochzeiten halt nicht, weil ich mit diesen Ritualen nicht so, ich verstehe die auch nicht, ja. Ging schon los beim Standesbeamten, wir sitzen beim Standesbeamten und ich dachte, wenn das Brautpaar reinkommt, steht man auf und fängt laut an zu singen. Ich hätte auch ein anderes Lied wählen sollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Rammstein ist es nicht auf einer Hochzeit. Ja. Und dann geht's los, da sitzt du da und mal ganz ehrlich, der Standesbeamte, der hat eine Eile, ja, das geht unglaublich schnell. Der hat noch 800 andere Trauungen an dem Tag zu machen, ja. Und da, du verstehst ihn nicht, ich war hier schon besoffen, weißt du, und dann immer so, und irgendwann sagt er einen Satz, den ich nicht verstehe und den finde ich richtig zum Kotzen. Irgendwann steht er auf und sagt, und Kraft meines Amtes seid ihr jetzt Mann und Frau. Ich meine, was waren Sie vorher, Fisch und Fahrrad, ja? Ja, völlig bescheuert. Da kommt der innere Louis de Funès wieder in mir hoch, da möchte ich gerne machen, oh. Nein! So, ja, ja, das, ich hasse das. Ich hasse das. Ich weiter gesoffen. Ja, ja. Ich habe weiter gesoffen dann, weil danach ging es in die Kirche. Und ganz ehrlich, in der Kirche, da habe ich was gelernt. Der Pfarrer lässt sich Zeit. Ja, hier, die Schäfchen sind im Trockenen, 4, 5 Stunden, gar kein Problem. Die Kirche ist abgeschlossen, ja. Der redet auch immer sehr laut und der hat auch irgendeinen Satz, den verstehe ich auch immer nicht. Ja. Irgendwann steht er so ganz unheilschwanger da, ja, und sagt ganz laut zu der Gemeinde, und wer jetzt einen Grund vorzubringen hat, warum diese Ehe nicht geschlossen werden kann, so möchte er jetzt sprechen oder für immer schweigen. Herr Gott, kann ich denn wissen, dass das eher rhetorisch gemeint war? Ja, ich bin Comedian, an der Stelle alles heute, an der Stelle dachte ich, spring mal auf, mach einen Witz und nicht so, nein, Ute, du darfst nicht heiraten. Ich hatte Sex mit dem Pfarrer, der ist jetzt entweiht, oh mein Gott. Ja und? Ich fand's auch lustig. Irgendwie war das Brautpaar dann auch sauer auf mich, ja. Und zwar noch nicht mal mehr in der Kirche, so nachher auf der Hochzeitsfeier. Da waren die so richtig sauer, wie der Kölner sagen würde, die Alte hatte nachher Sonnenhals, ja. Aus einem einzigen Grund, weil ich den Reis falsch geworfen habe. Wo ich als schwuler Mann denn wissen, wie man den Reis richtig wirft. Sag ich, außerdem musst du zugeben, Reis fliegt nur mal besser, wenn er gekocht ist. Das ist immer. In dem Sinne, schönen Abend noch, alles Gute für die Hochzeitsfeier. Tschüss.